Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Leute, Luis ist am Start. Es gab lange nicht mehr ein YouTube-Video mit Luis. Leute, gleich gehen wir in die Skifahren. Wir gehen in die Skifahren. Skifahren? Wir gehen in die Schlittschuhfahren. Leute, wir gehen in die Eishalle. Ich war so lange nicht mehr in der Eishalle, vor allem in Rheine. Ich will gar nicht wissen, wie das heute eskalieren wird, weil in Rheine werde ich super auf der Kante, vor allem in der Eishalle. Zeig mir deine Schlittschuhe. Wunderschön. Ich zeig dir heute, wie man Schlittschuh fährt. Ich bin so gespannt, wer heute besser Schlittschuh fahren kann. Ich oder Luis? Ich. Guck mal deine Dinger her. Meine Schlittschuhe sind richtig schön, Leute. Gönnt euch mal. Das ist wie für Bergsteiger gemacht. Wie warum? Kannst du hier am Berg hoch. Hä, das ist halt für Eiskunstlauf. Ich bin Eiskunstläuferin. Leute, welche Schlittschuhe sind schöner? Meine wunderschönen weißen oder Luis? Ich schwör, schreit's in die Kommentare. Deine haben Stöckelschuhe. Ja, die sehen voll schön aus. Lass mich in Ruhe jetzt. Aber wir sind ein bisschen gestresst, wie immer eigentlich. Man kennt's bei mir nicht anders, weil es ist 4 Uhr und um 6 Uhr machen wir schon dieses Eisdisco oder so, weil dann ist es dunkel und das ist halt voll kacke für die Kamera. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen, damit wir noch helle Aufnahmen bekommen können. Let's go! Cool. So, Freunde, wir sind jetzt gerade in der Umkleide. Luis zieht sich gerade seine Schlittschuhe an. Funktioniert? Die Razors. Die Razors. Also ich finde meine Schlittschuhe immer noch schöner. Meine werden gerade geschleift. Geschliffen. Nicht geschleift, weil meine sind richtig stumpf. Ich bin ja einfach so ein Hoodie und es ist gar nicht so kalt. Also ich weiß nicht, ob meine stumpf sind, aber das sehen wir ja, wenn sich aufs Maul Also Leute, wir sind jetzt in der Eishalle. Wir haben uns gerade ready gemacht. Das sind meine wunderschönen Schlittschuhe. Fühlst du dich sicher auf den Schuhen? Nein. Gar nicht? Du zerreißt ja alles. Du zerreißt ja alles? Sicher? Okay, ich würde sagen, du gehst zuerst aufs Eis, okay? Ich dachte, du legst dich direkt auf die Schnauze. Die sind schon rutschig. Meine sind eigentlich voll gut. Boah, ich muss wieder reinkommen. Ey, ich habe richtig Angst. Okay, ich werde hier auf jeden Fall richtig oft erkannt. Also, ihr kennt mich auf jeden Fall richtig viele Mädels, so wie die da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr die Gruppe gerade gesehen habt. Die haben mich auf jeden Fall gerade alle erkannt. Die kamen wirklich gar nicht drauf klar. Oh mein Gott, du kannst rückwärts fahren? Ich bin ein bisschen überfordert. Ich wollte eigentlich nur meine Tricks zeigen. Aber zeig deine Tricks. Okay, ich versuche jetzt erstmal rückwärts zu fahren. Erstmal ganz einfach. Okay, okay, das klappt. Das habe ich noch drauf. Jetzt versuchen wir einmal über Kreuz. Ja. Albaner. Leute, nachdem ich gerade ganz viele Fotos gemacht habe, ich versuche jetzt eine Drehung. Ich habe so lange keine Drehung mehr gemacht. Genau so soll eine Drehung aussehen und ich krieg das absolut nicht hin. Wie machst du das? Hast du einen Tipp für mich? Und immer mehr Kraft aus den Beinen nehmen und immer mehr. Okay, ich versuche das jetzt. War das eine Drehung? Das ist schlecht. Gar kein Problem für mich. Ich weiß, du kannst es vielleicht nicht, aber mach mal ein Hockey-Step. Ein was? Hockey-Step. Für Bremsen, für Schieb. Mit beiden? Ja. Ich hab Bremsen. Ich kann das nicht, mach du mal vor. Er redet immer so viel, ne? Und dann am Ende kann er das nicht. Oh, oh, dein Blick. Oh mein Gott, er fühlt sich so, er fühlt sich so. Ja, ja, ja. Das war eine Drehung. Oh, warte, ich kann da was Cooles. Ich kann das nicht mehr! Ach du Kacke. Siehst halt am Anfang aus, sie fährt besser als ich. War das gut? Nein, das war schlecht. Scheiße, irgendwie dachte ich, dass ich doch besser bin als Luis. Ey, die sind so süß. Du bist kleiner als alle. Ich weiß, die sind alle größer als ich. Leute, Luis hat sich gerade was zu trinken geholt. Wir stehen hier so. Luis hat einfach sein zweites Fanbild gemacht. Hast du dich gefreut? Das nächste Mal verlange ich Geld dafür. Und wie fühlst du dich dabei? Ich habe keine Kopfschmerzen mehr auf einmal. Oh mein Gott, Leute, ich kann mich an mein allererstes Fanbild erinnern. Das war hier in der Eishalle. Mhm. Also an das Mädchen, was mal hier mit mir ein Bild in der Eishalle gemacht hat, 2019. Du warst die Erste. Okay, langsam habe ich es ein bisschen raus. Ich kann ein bisschen schneller fahren. Alter, sieht das geil aus. Ich werde die ganze Zeit beobachtet. Schneller. Aber bin ich schnell gefahren? Das geht. Kennt ihr diese Menschen in der Eishalle, die immer so Freestyle machen? Aber die haben alle so Pullover, so? Ja, genau. Hose? Genau, genau so. Und jetzt? Wer kennt diese Leute nicht, diese typischen Freestyler in der Eishalle? Hast du es gesehen? Wo hast du das geguckt? Boah, war das krass?
super, jetzt ist das erste Mal was Cooles. Warte, nochmal, nochmal. Wow. Eine Sache, die ich kann, ist Türen. Okay, jetzt Handstand. Nee, erstmal Spagat. Super toll. Nee, die kommen jetzt wieder hoch. Ich trau mich nicht. Oh, stark. Hilf mir bitte hoch. Ja! Ja! Warum kannst du das? Das ist voll mit Eis. Aber es hat sich gelohnt. So, Freunde, das war's dann auch schon wieder. Es tut mir so leid, wenn der Ton unfassbar schrecklich war. Aber es ging leider nicht anders, weil die Musik noch unfassbar laut war und wir noch gleichzeitig in die Kamera geschrien haben. Also ich konnte wirklich nichts machen. Deswegen tut es mir sehr leid. Luis ist auf jeden Fall schon weg. Der ist schon zu Hause. Aber ich bin nicht alleine. Und ich würde sagen, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo auf diesem Kanal da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.